Ego-Ding. Hallo Leute, und in diesem Part werde ich euch zeigen, wie man so richtig Amok läuft. Ja, zack. Lebt eine noch? Nein, aber die hier da leben noch. Wo bist du? Wo ist der Gegner? Ah, das. Ah, bleib stehen. Nachladen. Ah, ein fetter Typ. Du glaubst nur, wenn du fett bist, bist du der Stärkste und kannst einfach zu mir herkommen. Nix da. Ich bin breiter als der Türsteher und mach dich fertig. Breiter als der Türsteher ist ein Spruch von meinem Klassenkameraden. Von einer meiner Klassenkameraden. Ah, jetzt hab ich nur noch 83 für die... Ah, was willst du jetzt? Verpiss dich! Was hast du jetzt davon? Heul doch! Heul doch! Oh, die haben auch einen Kaktus umgeschmissen, dieser Randalen, ey! Der arme Kaktus! Die Mehrzahl von Kaktus ist nicht Kaktusse, sondern Kakteen. Hoppala, mein Mikro. Schon wieder eine Geiselrettung. Ich hoffe, dass wir diesmal, diese Geisel nicht stirbt. Komm her, ich sehe dein Visor leuchten. Alter, wie ist der an der Wand gepinnt worden? Das geht ja mal gar nicht. Wie geht denn das? Ich bin verwirrt. Wie hat er das gemacht? Lol. Ich bin Profi, Alter. Ich kann Leuten unmöglich an die Wand pinnen. Also auf eine unmögliche Art und Weise. Warum sind eigentlich Waffen in den Büroräumen? Da könnte ja jeder Arschloch Amok laufen. Was spiele ich? Jetzt habe ich mehr Munition. Und kann noch mehr Menschen töten. Oder eine Pistole. Also ich glaube, das ist 9mm, oder? Hallo? Bam, was hast du davon? Du wirst von deiner eigenen Granate getötet. Kontakt, ich gebe dir Kontakt. Hier, an die Wand mit dir. Hier, das hat sich sogar gereimt. Lol. Ich komme mit Bling Bling Plattenkette in deine Kindertagesstätte. Dein Verhalten ist unschaubar wie in der Wintergarten. Ich mache Kriminalverbrechen. Weil ich euch mit extra Peter B und deine Mutter für mich zum Porno dreht und sie kriegt den Academy Award. Yeah, der Tony Style. Ich trinke mit Tobi Tide, bis wir blau sind wie das Licht von der Polizei. Dein Boss im Bett. Ich werde dir dein Pony stehlen. Deine Knochen gehen öfters in die Brüche als Promiin. So, bin ich da voll abgegangen. Wie ein Schnitzel. Oh, ASP-Gewehr. Zack, wegwerfen, das andere aufnehmen, so's. Das ist einfach gestorben. Lusche. Oh Gott, wieder so ein Helikopter. Da wird noch mehr Soldaten eingeliefert, die ich dann umbringen kann. Oh, scheißen Dreck. Aber auf mich abzuschießen, ich will ihn nur durch. Aua, 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 Arschloch. Ach, dann schieße ich halt eben zurück. Da steckt ein Mensch drin. Ich hatte schon gedacht, er hätte keine Munition mehr. Ha! Mit einem Penetrator, das ist cool. Da hat jemand von Laser aus Star Wars. Ja, das hört man voll. What the fuck? Sie macht nicht die Fensterscheiben kaputt. So, den Laser holen wir uns mal, weil ich mag Laser und... Ja, weil ich Laser mag. Aber ich habe ja schon einen. Das ist aber... Was ist das für ein Ding? Also ich habe es nicht richtig gelesen. Typ 7 Partikelwaffe. Oh, ich hätte es wegschmeißen können. Scheißen Dreck. Naja, egal. Jetzt habe ich nur 15 Nachladeschuss. Nice.
Oh, ich habe einen Computer mit einer Partikelwaffe ausgemacht. Der erste ist futsch. Stirb, komm her. Zack. Warum ist es nicht wieder anschalten? Es ist mir zu dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Ah, hier. Den auch noch, der hat jetzt einen schönen Kopf, den ich damit der Partikelwaffe bearbeite. Scheiß Ausrüstung, hä? Ich hab gedacht, hier wäre irgendwo eine Partikelwaffe. Dann hat jemand eine Partikelwaffe für den Ego-Ding. Ich kann nicht stehen. Ja. Und dass sich das Level ladet. Och Mist. Also ich kenne das Spiel eigentlich in- und auswendig, aber ich tue trotzdem bloß, würde ich das im ersten Mal spielen. Weil. Ja, warum nicht? Und hier ist ein Beispiel für die gute Textur von, für die guten Texturen von 4. In dem Spiel Rage, Tastaturen haben so eine matschige Textur. Aber hier kann man jeden Buchstaben einzeln erkennen, sogar Sonderzeichen. Computer Scheiße. Ja, sicher. Oh, stopp. Da hat das Licht kurz geflackert. Wir gucken mal nach, was da abging. Okay, jetzt fällt man wieder zu Staub. Und ein Kind guckt in die Kamera. Also das war mal fragwürdig. Da ist jemand drinne. Oh, jemand hat einen Aufzug für mich vorbereitet. Das war sehr nett. Aber bloß wer denn? Wackelkontakt schon wieder. Überall sind Wackelkontakte, wo ich auftauche. Ne? Oh. Naja. Was müssen wir jetzt machen? Oh cool, ganz große Scheiben. Ach ne, Panzerglas, Mist. Was ist hier? Also sie haben einen irgendeinen Stromstecker gezogen, nach ein paar Tage nachdem er geboren wurde. Was für ein Stecker? Ein Ventilator? Oder für sein Wärmekissen? Was sind denn nochmal die Aufgaben? Locate Alice Waits Office. Nein, das ist nicht Alice Waits Office. Nein, das ist nicht. Aber warum ist hier so viel Blut? Telefon. What the fuck? Hat sich jemand versteckt und gute Marmelade gegessen? You have two new messages. First message from Marlon Wade. Alice, it's your father. You've got to get out of there. You're in danger. Get to my office and find my laptop. There's a text file called Proteus. Hurry. Oh. So. Ah, bla bla.
Mikrowelle kaputt schlagen, jetzt werde ich mir auf meine Weise Kaffee kochen. Da, Kaffee für alle. Boom. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, da. Ey, mein Aufzug geht flöten. Was jetzt? Wir klettern halt eben da drauf. Wir als Spezialeinheit müssen wir flexibel sein. Oh, na sowas. Na egal. Wahrscheinlich war ich viel zu schwer. Ich muss abnehmen. Deshalb ist der Aufzug auch abgekackt. Holy fucking shit! Hier geht ja alles zu Bruch. Wahrscheinlich war da Norton Maps drin im Aufzug. Overload. Ach, ist mir egal. Ich geh trotzdem rein. Und ist mir vorbeigerauscht. Oh, eine Tür. Irgendwas blockiert wie diese blöde Tür. Oh Mann, ey. Ey, was soll das denn, ey? Ich könnte da rüberspringen. Nein, ich bin ein dummes Kind. Ich mach die Tür schnell zu. Oh, jetzt geht's auf. Irgendwo ein Kindergarten, hier sind überall Kinder und die machen komische Sachen. Die gucken Kameras, machen die Aufzüge kaputt und schließen vor mir Türen, damit ich nicht durch kann. So hoffe ich auch, dass Paxton Vettel sie nicht als Snack ansieht. Als Quickie! Zack. Ha! Opfer! Da war noch einer, zack. Den auch noch schnell umgebracht, umgenietet. Oh. Er hat einen Arm verloren. Und irgendein anderer hat sein Auge auf mich geworfen. Kann ich da rüber? Vielleicht durch einen Trick irgendwie so, ja. Nein, nicht so. Hier. Nee. Da ist Level Clip, da kann ich nicht durch. Das ist eine unsichtbare Wand. Und wieder fliegen, verschwinden. Aufgaben einfach in Luft. Boah, ey, wartet mal, ist mir Aufgaben wegmachen. Und Zeitlupe. Zack, zack, zack. Drei Schüsse im Kopf. Der nächsten, so. Muss ich nicht da lang? Nee. Fresh. Ah ja, ich kann damit auch interagieren, indem ich draufschlag. Es blinkt nur blöd, aber da kommt nichts raus. Eine Schrotflinte. Ne, ich habe noch genug Munition für die ASP. Ach, Mist, es gibt wieder eine Baller. Die aus P kicks ass. Die ist heftig. Wenn man richtig gut sieht, braucht man nur drei Schuss in den Kopf. Fertig. Hier ist niemand. Meine Nachbarn gehen mal wieder voll ab. Hm?
war denn das? Das soll ich so anklingen tun, will ich auch haben. Mit Blitzeffekten und so's. Und da. Über einen direkt in der Nähe eines Feuerlöschers. Damit kann ich nicht nur Feuer löschen, sondern auch Replikas töten. Der kam nicht mal dazu, mich zu erschießen. Dumm. Was denn hier? Oh, okay. Kann ich denn jetzt hin? Oder wo führt mich mein Schicksal hin? Hier lang. Das war ja vorher vorhin geschlossen. Oh, der war vorher noch gar nicht da. Ach, jetzt hätte ich ja von Kugeln durchsiebt. Hallo? Zack. Dafür sollte man sich die ASP-Riffle aufsparen. Für eine intensive Schießerei wie diese hier. Okay, ich stehe nur rum und lass mich treffen und treffe mal wieder die anderen. Mit 29 Schuss, dann kann ich auch endlich die Schrotflinte aufnehmen oder die Maschinenpistole. Warum möchte ich denn jetzt eigentlich 29 Schuss? Die ASP-Riffle verschießt doch einen Dreierschuss. Dreierschuss, ich meine Burst-Modus. Nur jetzt? Ah, gut. Panzerung. Wie es weiter abgeht, wird ihr im nächsten Part erfahren. Ciao.